Erster Redner zu diesem Thema ist Christoph Matznetter von der SPÖ. Schönen frühen Abend. Wir haben uns ja im Ausschuss bemüht, bei dem Grace-Period-Gesetz auch die positiven Dinge zu sehen. Leider ist ein bisschen holprig das, was die Regierungsparteien uns vorlegen. Ich meine, die Vorschriften im Bereich der Bundesabgabenordnung, ein netter Versuch, probieren wir was aus, sozusagen eine begleitende Beteiligung durch das Finanzamt während dieser Zeit des Betriebsübergangs. Warum dann gleich jede Außenprüfung gesetzlich verboten wird, erschließt sich mir nicht, weil es könnte ja sein, dass man einen Vorgang hat, wo ein genaueres Ansehen notwendig ist. Aber gut, im Bereich der Gewerbeordnung, was die Betriebsanlagengenehmigungen betrifft, da haben wir wirklich ein Thema, weil wir natürlich Betriebe haben, die zum Teil Jahre, Jahrzehnte bestehen und die Folge der neuen Betriebsanlagengenehmigung zu enormen Kosten führen kann. Da soll es eine kleine Erleichterung geben bei der Beschreibung der Anlagen. Es ist alles ein wenig, um es einmal so zu sagen. Und der dritte Punkt ist, im Bereich des Arbeitnehmerinnenschutzes kommt es zu einer Verschlechterung, die uns das Zustimmen schwierig macht. Das heißt, im Nachhinein der Sicherheitsvertrauensperson genannt werden muss, dass nicht mehr in regelmäßigen Abständen die entsprechende Fallbesprechung stattfindet. Diese Kritik im Begutachtungsverfahren nicht ernst genommen wurde von der AK, ist bedauerlich und das macht es uns leider nicht möglich, heute dem Gesetz zuzustimmen. Aber statt diesen holprigen irgendwas hätte man ja größere Dinge angehen können. Und wir haben uns ja vorgestellt, dass man wirklich einen Schub macht auf der Gesetzgebungsseite, dass man zurücknimmt Dinge, die falsch gelaufen sind und gleichzeitig dafür sorgt, dass der Staat wieder genug Geld hat, weniger Verschuldung und sinnvolle Maßnahmen macht. Ich bringe daher, Frau Präsidentin, einen Entschließungsantrag des Abgeordneten Kajan Kreiner betreffend Steuergerechtigkeit für Arbeitnehmerinnen und Pensionistinnen ein. Der Text lautet, die Bundesregierung, insbesondere der Finanzminister, wird aufgefordert, dem Nationalrat ehebaldigst ein Gesetzespaket für eine echte strukturelle Steuerreform vorzulegen, mit welcher höhere Steuern auf leistungslose Einkommen, auf Kapital und Vermögen durch Rücknahme der Köstsenkung, effektive Maßnahmen gegen Gewinnverschiebungen, die Abschöpfung von krisenbedingten Übergewinnen, die Einführung einer Millionärsabgabe sowie einer Erbschafts- und Schenkungssteuer für Millionen Erbschaften ab 1 Million, wobei ein zusätzlicher Freibetrag für das Eigenheim in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorzusehen ist und das Schließen von Schlupflöchern eingehoben werden, um im Gegenzug die Steuern auf Arbeitseinkommen und Pensionen senken zu können. Das wäre eine echte strukturelle Reform. Die Leistung muss sich lohnen, umfasst. Und vielleicht auch die hier vielen Anwesenden, nicht Volksvertreter, sondern Millionärsvertreter, ich höre schon Stimmen aus den Neos, sich besinnen darum, der Bezug der Abgeordneten hier wird von Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlt, nicht von unseren Milliardären und Millionären. Vielleicht nehmen Sie sich das einmal ins Stammbuch, Herr Kollege, und kommen Ihrer Aufgabe als Mandatar der Volksinteressen nach und stimmen hier zu. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht, steht daher auch mit in Verhandlungen.